Na, wie sieht er aus, der 400e? Filmst du schon? Ja, klar. Ja, sieht gut aus. Also ich habe ihn hier tatsächlich schon gesehen. Wir haben uns nämlich heute auf den Weg nach Rosengarten gemacht, um mal den Zwischenstand zu checken. Der 124er, der 400e, wird hier lackiert. Er ist noch nicht lackiert, er wird noch lackiert. Aber, wie schon gesagt, wir machen jetzt mal ein kurzes Update und schauen, wie weit die Jungs und Mädels hier sind. Und schauen auch mal, ob schon jemand da ist, Samstagmorgen, ob es schon Kaffee gibt. Wenn man hier reinkommt... Ah, da ist er ja! Da versteckt er sich hier hinter dem G. Moin! Guten Morgen, hallo! Hi! Das ist der Helge. Hi! Ich hoffe, wir stören dich jetzt nicht hier. Nö, ich bereite das Auto nur für Montag vor und mache Schonbezüge drauf, damit das nicht dreckig wird. Ja. Weil der Kunde da extra darauf hingewiesen hat, dass die Sitze noch so schick sind. Also, ihr könnt ja mal schauen, das ist, glaube ich, hier ein G-Modell. Tobi, ein 61er. 61er, 61er, genau. Schönes Auto, schöne Farbkombination. Weißt du schon, was ihr mit dem Auto macht? Wir haben ein, zwei kleine Roststellen zu beheben, dann hängt er vorne links. Höchstwahrscheinlich die Federn einmal tauschen und am Unterboden, am Gestell sind zwei, drei Roststellen. Das gucken wir uns aber Montag an, machen Bestandsaufnahme, sprechen dann nochmal mit dem Kunden, was wir genau machen und was man noch an Teilen kriegen kann und dann geht's los. Ja, dann würde ich sagen, dann erzähl du doch erstmal ein bisschen was hier über deinen Betrieb. Also ich meine, wir sind jetzt mit unserem 124er, dem 400e, extra von Essen hier nach Rosengarten, das liegt in der Nähe von Hamburg, gekommen, um den hier lackieren zu lassen, weil man sagt, ihr seid die Besten. Naja, ob wir die Besten sind, das entscheiden andere, das entscheiden nicht wir. Und wir, uns gibt es seit 1973. Ich bin die zweite Generation, die dritte Generation arbeitet auch schon im Betrieb. Der eine Sohn ist Karosseriebauer, aber schon Geselle. Und der Kleinste, der längste ist, ist Lernlackierer, dass wir so in jeder Sparte was haben. Und wir machen zu 50% Oldtimer und Youngtimer. Und den Rest machen wir aber auch Unfallschäden und das ganz normale Tagesgeschäft, wie alles andere auch. Aber wir haben uns eben irgendwann mal entschieden, darauf spezialisiert, Oldtimer zu machen und andere Sachen, weil es gibt hier oben in Norddeutschland nicht ganz so viele und wir halt alte Autos lieben und gerne haben, auch selber fahren und von daher hat das gepasst. Ja, du hast es gerade angesprochen, alte Autos oder Youngtimer, also ihr hattet, glaube ich, ich sehe da draußen zum Beispiel noch einen Rosso, einen 190er und ihr hattet ja auch so einen extrem spannenden 1000 SEL Sparrow hier mal stehen. Der ist jetzt gerade nicht hier, aber wir können mal ein, zwei Bilder einblenden, die ich noch habe. Was habt ihr mit dem Auto gemacht? Also bei dem Wagen, den hat der Kunde komplett selber zerlegt. Wir haben dann neue Seitenteile, Schweller und die Blecharbeiten fertig gemacht, haben die ganze Verbreiterung aufgearbeitet, instand gesetzt und wieder an das Fahrzeug angebracht, verklebt. Und dann ist der Wagen nach Hamburg zu einem Lackierer gegangen, der eben halt diese Permutlackierung draufgezogen hat. Und danach hat der Kunde den soweit zusammengebaut und wir haben jetzt zum Schluss eben noch Einstellarbeiten und die Schäden, die entstanden sind beim Zusammenbauen, was leider nicht ausbleibt, ausgemerzt und das war's. Finde ich ja ziemlich cool, so ein 1000 SEL Sparrow, also für mich eine Tuning-Sünde der, was war es, 90er? 80er. Muss man natürlich mögen, aber wer auf der Reeperbahn jemand sein will, der fährt natürlich genau so ein Auto. Ne? Das war damals wohl so und von der Farbkombi, aber er ist heute eben einzigartig, ist ein Einzelstück. Und von daher ist das schon was ganz Besonderes. Ja, also falls der Fahrer oder die Fahrerin das Video sehen sollte, Einladung für schöne Sterne Ende Hattingen kann ich hiermit mal aussprechen. Weil so einen Sparrow hatten wir, glaube ich, noch nicht da. Muss ich nochmal ins Archiv gehen, aber ich meine, Tobi schüttelt auch mit dem Kopf. Also hatten wir wohl noch nicht da, vielleicht kriegen wir den ja mal. Ich habe ihm das Datum schon genannt. Alles klar. Wann das ist. Aber dann würde ich sagen, wir sind natürlich in erster Linie wegen unserem 400e hier. Ich habe ihn gerade auch schon gesehen durch die Scheibe. Wollen wir einmal hingehen? Ja, perfekt. Wir haben auch schon etwas dran gemacht und ihn zerlegt für euch, damit ihr das wunderschöne Auto mal euch ankommt. Ich bin gespannt. So,
Ich erkenne blankes Entsetzen. Nee, ganz im Gegenteil. Also die pure Begeisterung, weil ihr könnt es sehen, ihr habt den jetzt schon teilzerlegt, ihr habt den mit Sicherheit auch schon sauber gemacht, aber wenn ich jetzt hier so aus der Ferne gucke, rosttechnisch macht das erstmal einen guten Eindruck unter den Sakko-Planken. Ja, den einzigen Rost, den wir gefunden haben, war ja wie schon mal im ersten Video oben am Dach und an der A-Säule. Und ansonsten, wie gesagt, der Wagen hat das gehalten, was er versprochen hat. Sonne Kalifornien, schlechten Lack, aber eine Top-Karosse. Und es war, wie gesagt, im Bereich der Scheibe und hinten. Und ansonsten ist dieser Wagen rostfrei. Habt ihr auch von unten nochmal geschaut? Ja, wir haben das Auto von unten nochmal komplett durchgeguckt. Da ist auch überhaupt nichts. Wie gesagt, die Türen, die zerlegen wir jetzt ganz, wenn er jetzt wirklich final runtergeht zu den Lackierern. Hinten an der... Am Heckblech ist eine kleine Stelle, wo wir noch was machen müssen. Vorne rechts, vorne links an der Säule. Das Blech ist ja schon neu eingeschweißt und gestrahlt haben wir ja auch schon. Mhm. Und von daher ist es jetzt nur noch in Anführungsstrichen ein bisschen schleifen, spachteln und lackieren und dann ist er wieder fit. Das klingt so einfach. Meine größte Sorge, das war ja die A-Säule. Auch da haben wir, glaube ich, Bilder, Tobi, die wir einblenden können, wie sie vorher aussah. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sie jetzt aussieht, weil da war sie ja auch schon fleißig. Ja, da hat mein Sohn eben halt einmal vorweg schon die ganzen Stellen am Rahmen, wo jetzt der Rost war, haben wir schon Sand gestrahlt. Danach wurde das die Schadstellen, wo die Löcher drin sind, wie gesagt, das sieht man dann auf den Bildern, haben wir rausgetrennt und neues Blech eingeschweißt. Die Löcher für die Zierleistenhalter sind auch schon drin, damit die nachher auch gleich mit den Epoxyfüller und alles abkriegen, damit das auch schon fertig ist. Und ansonsten hat er ja auch nichts und das war das, ich hoffe mal, das einzigste Blech, was wir einschweißen mussten. Ja, das wäre schön. Scheiben haben wir im Vorfeld schon mal geguckt, die bekommt man noch. Wie sieht es aus mit Kofferraum oder Kofferraumdeckel? Der auch dort ist, bis auf, dass der Klarlack verschwunden ist, hat er nichts. Wie gesagt, die einzige Stelle noch, wo wir eventuell vielleicht doch noch was einschweißen müssen, ist direkt unter dem Gummi die Kante. Das werden wir wohl, so wie man jetzt genau guckt, das doch noch rausschneiden, da unterstrahlen und dann ein neues Blech drüber und dann wird das halt eben mitlackiert. Und der Kofferdeckel ist auch, ja, um die Schrauben, aber das ist sogar nur Dreck und kein Rost. Ja, der muss halt, der wurde aber schon mal anscheinend in den USA, da ist Spachtel drunter, der wird geschliffen, dann kommt Epoxyfüller drauf, Füller und dann wird es lackiert, wie so alles. Das ist aber alles überhaupt kein Problem. Klingt machbar, ne? Klingt machbar. Ja, also es gibt in Deutschland bedeutend schlechtere Wagen, die, ja, wo man Radläufer einschmeißen muss, Schweller und noch vieles mehr. Also wie gesagt, man merkt, dass er aus der Sonne kommt. Mhm. Unter der Säule Kalifornien ist halt, lässt sich gut leben. Ja. Bis auf der Lack, der leidet. Und damit wären wir ja eigentlich beim spannendsten Thema. Wir haben uns ja bei Glasurit, Videolink ist hier oben, können wir auch nochmal einblenden, für einen Lack entschieden. Und du hast gesagt, dass du heute eventuell schon ein Probeblech vorbereitet hast. Wir haben mal ein etwas größeres Probeblech vorbereitet, damit du dir das überhaupt mal vorstellen kannst. Ich gehe mal aus der Sonne. Guck mal, hier kann man das direkt schön sehen. Einmal Sonne und einmal Schatten. Tobi, kriegst du das drauf? Na, so ein bisschen. Also man kann den Lack von dem Farbton her nicht wirklich auf der Kamera erkennen, das muss man dazu sagen. Aber ja, man kann sich das in echt einfach schon noch knalliger, aber auch noch edler vorstellen. Und wenn du ganz nah dran gehst, dann siehst du vielleicht auch diese 3D-Pigmente, die in diesem... Ja, die Metallic-Partikel, die sieht man denn. Aber es... Also man muss es sich einfach dann mal in echt, glaube ich, auch angucken, wenn das Auto in diesem Ton lackiert ist, ne? Am besten im August zum schönen Sternetreffen fahren, da wird er nämlich stehen. Genau, also wir damit, das Auto wird also nicht rauchsilber, so wie er jetzt ist. Ich meine, rauchsilber, tolle Farbe, aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, einfach mal etwas zu wagen, vielleicht auch einfach mal etwas anderes zu machen, etwas, was es noch nicht gibt, und haben uns eben für diesen Farbton, der, glaube ich, Californian Rockhard Gold heißt, entschieden. Es ist ganz schwierig abzuschätzen, wie das dann am Ende des Tages auf dem kompletten Auto aussehen wird. Mit den Brettern dazu, aber wie gesagt, da werden wir noch mal ein, zwei Probebleche machen, was
was dazu passt. Wenn alle Stricke reißen, wenn das Auto ganz lackiert ist, wird man ein, zwei Bretter mal lackieren müssen, anbauen, um dann überhaupt zu sehen, wie das wirkt, wie es aussieht in matt oder ob man das einen Tick dunkler oder heller macht. Das, ja, das muss man dann entscheiden, behaupte ich mal, wenn das Auto fertig ist, weil das ist recht schwierig, weil man schon, naja, man wird es auf der Kamera nicht sehen, wenn man einen dunklen Füller und einen hellen Füller nimmt, verändert sich die Farbe schon ganz leicht, was man leider nicht sieht, der Ton heller, der andere dunkler, aber das kann man mit den Brettern auch machen, indem man einen schwarzen Füller unterlegt und dann die Farbe ein bisschen anders lackiert, dass sie ein Tick dunkler wirkt und dann mit mattem Klarlack, wie es ja original früher bei den Brettern war. Aber ich nehme noch mal kurz das andere Blech dazu, weil ich finde das ganz toll, wie unterschiedlich diese Farbe einfach wirkt, je nachdem, wie man sie zum Licht hält. Ne? Also das sind eben ja die Metallic-Partikel, die je nach Sonneneinstrahlung halt anders wirken, aber das ist ja auch das Schöne daran, im Gegensatz zu Unilacken, dass das Auto jeweils immer anders aussieht. An meinem Regentag, in der Sonne, im Schatten, wäre ja sonst auch langweilig. Nee, aber hier in Kalifornien scheint die Sonne ja auch immer, ne? Von daher. Ja, wir sind hier, ihr habt ja mal Glück, wir sind hier oben im Norden und auch im Norden scheint mal die Sonne, auch um diese Jahreszeit. Wenn auch tatsächlich das erste Mal seit einer Woche haben wir wieder Sonne, sonst hatten wir nur Regen. Ja, Sakko-Bretter haben wir gerade angesprochen. Machen wir die heller oder dunkler? Was meinst du? Auch da würde ich sagen, lackieren wir mal zwei in dunkler, zwei in heller und bauen die an das Fahrzeug, wenn er fertig lackiert ist. Die Sakko-Brecher eben nachlackieren, das ist ja nicht schwierig, um da ein Gefühl zu kriegen. Jetzt mit dem Blech und das Auto würde ich sie eher einen Tick dunkler machen als heller. Ich glaube ich auch, ja. Weil das sonst raussticht und sie waren ja immer passend zu den Autos damals einen Tick dunkler. Und von daher, das kriegt man aber schon irgendwo hin. Da muss man ein bisschen spielen. Auch da können wir euch ein, zwei Proben machen, um dann müsst ihr halt nochmal wieder hochkommen. Aber so weit ist es ja nicht. Und dann kann man entscheiden, wie man das macht. Wo liegt denn die größte Herausforderung bei einem Lackierbetrieb, so eine Farbe jetzt auf so ein Auto zu bringen? Ja, als erstes einmal, dass man den Untergrund, wenn man das Auto bearbeitet, keinen Fehler macht, irgendeine Schleifriefe, irgendwas übersieht, weil man das hinterher auf dem Lack sieht, denn neigen eben halt einige Metalliktöne, der nun nicht, dass das beim Lackieren, das sieht man selbst bei Neuwagen, bei Grautönen, dass das so wolkig wird, dass man, wenn man in die Sonne guckt, so eine Wolken sieht. Aber ansonsten ist die Vorarbeit muss top sein und dann ist das Lackieren nur halb so schwer. Okay, und das heißt, was steht jetzt als nächstes an bei dem Auto? Türen, Scheiben? Es wird jetzt als nächstes halt die Türen alles raus, dann werden die Türen von innen vorbereitet, die Einstiege, das komplette Auto durchgeschliffen. Wenn wir irgendwo aufs blanke Blech durchkommen, werden die ganzen Stellen vorher mit Epoxyfüller behandelt. Dann, er hat ein, zwei kleine Dellen noch, nur noch Spachteln, Füllern, das von Hand, also wir schleifen es von Hand durch, wir nennen es durchblocken, von Hand mit einem Klotz durch, nicht mit Maschine, um dann noch mehr Fläche reinzukriegen. Und danach wird er dann halt lackiert. Zwischendurch lassen wir ihn mal eine Woche, wenn er fertig gefüllert ist, stehen, damit das Material in Ruhe absackt oder durchtrocknet. Bei so einem Projekt hat man ja ein bisschen Zeit und nicht heute wie in der Unfallreparatur, heute bringen und am besten gestern fertig. Die Zeit muss sein, dann werden halt die Haube von innen lackiert, die Türen. Und wir lackieren die Türen von innen vor, die Einstiege vor, um dann das Auto mit Kuhfühl eingebaut, Türen eingebaut, im Einfluss durchzulackieren, damit es da keine Farbunterschiede gibt, wenn man die Teile einzeln macht. Haube und Heckdeckel natürlich einzeln, aber den Rest lackieren wir vor und bauen ein und ziehen das dann in eins durch. Aber dann, das heißt, wir kommen einfach in ein paar Wochen nochmal vorbei und dann schauen wir mal, wie weit ihr seid, oder? Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr in zwei Wochen unten in der Lackiererei was filmen könnt, dass wir so weit sind, dass wir ihn, nächste Woche haben wir sehr viele Unfälle, aber die Woche darauf, dass er nach unten kommt. Wir haben unten jetzt noch einen 126er stehen, der ganz lackiert werden muss. Wenn der hochkommt, ist in der einen Ecke Platz für ihn und dann geht es da weiter. Den Rest bereiten wir aber notfalls hier oben vor, das ist gar kein Problem. Ja, ich höre auf jeden Fall raus, unser 400e ist hier bei euch in den besten Händen. Gibt mir ein sehr beruhigendes Gefühl. Also ich kann nachts sehr gut schlafen mit dem Wissen, dass das Auto hier bei euch steht. Und ich stelle jetzt einfach mal hier dieses Probeblech. Guck mal auf die Fensterkante am besten. Genau, du hattest das hier so draufgestellt. Für das Foto, ja genau. Und dann kann der Tobi, ich hoffe, das hält, kann der Tobi vielleicht nochmal zeigen, wie die Farbe aussieht. Oder wir gehen jetzt in Richtung Kotflügel.
Live ist immer besser. Live ist immer besser. Ich fand es auf deinen Bildern fand ich schon mutig, gut mutig. Aber jetzt, wenn ich das hier so in dieser Sonne sehe, mit diesen Partikeln, finde ich sensationell. Das wird schon ein Hingucker. Sensationell. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich kenne keinen 124er, der auch nur annähernd in die Richtung eine Farbe hat. Vielleicht schreibt euch ja einer im Netz, wenn ihr das postet. Du, meiner hat so eine ähnliche Farbe. Ja, also das wird man ja sehen, man lernt ja nie aus. Man muss ja sagen, das Ganze ist ja entstanden. Wir bei Schöne Sterne stand unser 400e neben einem 107er Coupé in Byzanzgold. Das ist ja ein originaler Mercedes-Lack gewesen, Byzanzgold. Ich glaube, den gab es dann auch für einen 116er zum Beispiel. Und da haben wir gedacht, Mensch, so ein Goldton auf einem 400e, warum nicht? Ne? Und dann waren wir eben bei Münster, ne, bei BASF Coatings heißt es ja, und haben uns da verschiedene Goldtöne angeguckt. Und am Ende ist es eben der geworden. Und er kommt dem Byzanzgold schon etwas nah. Richtig. Ne? Und da wir eben halt mit diesen Classic Cars Collars, wie das ja so schön heißt, die Oldtimer-Sparte von Glaserit, wo sie halt die alten Farben haben, zusammenarbeiten, so sind wir ja auch zusammengekommen, weil Glaserit uns angesprochen hat, dass die da ein tolles Projekt haben und wir auf solche Fahrzeuge immer richtig Bock. Und der Jürgen Bog halt ja, auch für sowas immer offen ist. Gerade für so außergewöhnliche Lacke, ne, habe ich gehört. Ja, der mag alles, was außergewöhnlich ist, das stimmt. Ja, ja, schön. Also, ich bin tatsächlich jetzt beruhigt, ich bin begeistert. Ich habe es jetzt mal in echt gesehen, ich habe es jetzt mal auf einem Blech gesehen und weiß, gute Entscheidung, hoffentlich. Es wird, wie gesagt, ein wenig krass sein, wenn er neben einem anderen 124 ja, steht, weil es nicht ganz alltäglich ist, aber ja, wenn aber man als Veranstalter von Schöne Sterne ein 0815 Auto fährt, das ist ja auch nicht gut, das Auto muss ein wenig herausstechen und wenn der bei euch auf dem Stand steht, der ist schon vom Weiten ein Hingucker, weil den sieht man. Ja, man muss dazu ja auch sagen, der 400e, den haben wir im Prinzip, wenn man so möchte, ja vom Schrottplatz geholt, also vor der Schrottpresse gerettet. Und ich glaube, ihm jetzt einfach ein bisschen was Gutes zu tun, das ist schon erlaubt. Ne? Ja, das wird schon. Denke ich auch. Ja, alles klar. Also, dann ran an die Buletten. Wir geben Gas und wollen hoffen, dass ihr in zwei, drei Wochen, so wie ihr Zeit habt, mal wiederkommt und dass ihr dann mal ein bisschen Neues zu berichten habt. Ich werde zwischendurch dann auch nochmal was posten. Gerne. Farbe ist ja nun raus, damit habe ich mich zurückgehalten. Das Blech haben wir ja schon ein bisschen länger liegen. Aber ihr wolltet ja die Bombe platzen lassen und von daher genau, machen wir. Du kannst ja noch kurz einmal nennen, wo man dich im Netz findet, weil du bist ja jetzt seit neuestem auch auf TikTok, habe ich gehört. Ja, das ist wie auf Instagram Krüger Classic. Bei Insta ist das, glaube ich, Krüger-Classic. Und bei TikTok, wenn man eingibt, einfach Krüger Classic, dann kommt das auch schon. Wollen wir mal gucken, welche Medien. Man hat Resonanz, es kommen Kunden tatsächlich über Instagram auf einen zu. Dann macht das Ganze auch Spaß und das Filmen und das Fotos aufarbeiten ist inzwischen Hobby, um mal abzuschalten. Abends ist das eine wunderbare Sache. Genau, wunderschön. Also, der Tobi hebt den Finger. Ja, ich würde noch sagen, wenn wir den Wagen jetzt doch einmal gerade so zerlegt sehen, dann könnte man doch eigentlich doch direkt für die Mercedes-Fans, die sich vielleicht gerade für einen W124 interessieren, auch mal zeigen, wo denn so die problematischen Stellen bei diesem Auto eigentlich sind. Weil wir haben jetzt eigentlich hier eine sehr gute Basis. Es gibt aber auch viel, viel schlechtere 124er. Vielleicht sollte man da vielleicht auch nochmal vorher, vor dem Ende des Videos einmal drauf gehen. Du meinst also typische Schwachstellen beim 124er? So ist es, genau. Da stehen wir schon bei einer und das ist tatsächlich, er hat es ja auch dort, wo das Gummi drauf geschoben ist am Heckblech, sammelt sich halt die Feuchtigkeit. Und darunter, weil es immer feucht ist, gammelt es. Es ist ganz oft hier hinten eben halt bei den Klappen um die Lampen rum und um diese ganzen Löcher fangen die an zu blühen. Wir haben da hinten einen stehen, der hat das extrem. Wenn man ihn zerlegt hat, unter den Brettern, wo die Zwangsentlüftung ist, gammelt er gerne allgemein sowieso unter den Seitenbrettern, weil die hier drauf ganz leicht schleifen und dann fangen die hier oben an Rostblumen zu bekommen. Dann, naja, die Gummis sind schon raus, hier unten in den Gummis, weil die Feuchtigkeit auch dort länger drin stehen bleibt und dann fangen die gerne hier in diesen Bereichen an zu gammeln. Sieht doch bei dem auch was gerade, ne? Ja, da ist auch teilweise, ist da so eine Hohlraum drin, die so aussieht wie,
wie Gammel, weil er da tatsächlich nichts hat. Ach, tatsächlich die eine Stelle, siehst du? Ja, noch auch ein bisschen was. Ja. Und hier oben an den Kanten, wo das Gummi sonst immer drauf sitzt, dort hat er das auch, aber da hat er, habt ihr auch Glück gehabt, denn ist es halt im Bereich der Fenster, wie schon gesehen, hier oben, wo die Leiste auch sitzt und die Clips, die Metallclips festgenietet sind für die Dachleiste. Auch darum gammelt er gerne und eben unter den Kotflügeln sind das hier diese Stellen und hier so hoch. Hier ist jetzt so ein ganz bisschen, aber da machen wir wird die Dichtungsmasse abgekratzt, dann wird einmal gestrahlt und dann kommt da Epoxy drauf, wird neu abgedichtet und dann ist das gut. Und bei den Kotflügeln sind das allgemein hier unten die Stellen, wo die Kotflügel auch gerne gammeln, weil der ganze Dreck hier oben reinfällt, trotz Inkotflügel. Und dann fangen die Kotflügel in dem Bereich immer ganz gern an zu rosten. Mhm. Aber an. Ja, gerade im Vorderwagen ist es halt sehr, sehr wichtig auch zu erwähnen, Autos, die mehr gelaufen haben, gerade jetzt im Bereich Kotflügel, Vorderwagen und Spritzwand, hier in dem Bereich, in dieser Sicke, kann das Blech teilweise auch reißen. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Problem beim 124er, da muss man natürlich auch drauf achten. Ebenso halt wie die Schwellerspitzen, die rosten ganz gerne einmal weg und vor allem auch die Wagenheberaufnahmen, das ist ja auch eine sehr bekannte Stelle bei dem Auto. Ja, die sehen ja auch aus wie neu. Die sehen auch noch aus wie neu. Da hat er nichts. Wird das eine Stelle dort, die eine Roststelle, die hat man so mir gar nicht gezeigt, aber wie gesagt, die Türen sind auch als nächstes dran, wenn wir ihn jetzt, bevor er zum Lackierer geht, kommen die Türen raus und dann werden die Türen sowieso einmal nochmal genau unter die Lupe genommen im ausgebauten Zustand. Und wenn solche Stellen sind, das wird alles gestrahlt, mit Epoxyfüller behandelt und dann solltet ihr die nächsten Jahre Ruhe haben. Und ganz zum Schluss, wenn ihr fertig seid, eine vernünftige Hohlraumversiegelung, entweder mit Mike Sanders oder gibt es ja auch tausend Meinungen. Wir verarbeiten bei uns im Betrieb Mike Sanders. Solltet ihr aber auch erst wirklich machen, wenn ihr mit der Technik fertig seid, weil sonst bringen euch die Mechaniker um die Ecke, wenn die in diesem Fett wühlen sollen. Das macht keiner gerne. Ja, ich glaube, wir haben es ja auch schon häufig betont und häufig gesehen, auch bei H&R, der Celo hat es gesagt, also wir hatten, was Rost angeht, haben wir bei dem Auto auch echt Dusel gehabt, ne? Ein bisschen Glück gehabt, er hatte viele Wehwehchen, aber was Rost angeht, war es einfach Glück und eine gute Basis und das ist eben auch der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, das Auto wieder aufzubauen, ne? Weil die Basis eben da ist. So, und jetzt geht es eben an den Lack und danach, wenn er fertig gelackt ist, dann kommt die nächste große Baustelle, aber dazu dann... Also, so weit sind wir noch nicht. Wollte ich gerade sagen, nächste große Baustelle, aber dazu dann später mehr. Das war unser kurzes Update zu unserem Projektauto, dem 400e. Ihr seht, das Auto kämpft sich so nach und nach zurück ins Leben und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt zu dem Auto, wenn ihr noch etwas sehen wollt. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder.